Hi Leute, willkommen zurück zu einer nächsten Folge von Epic Battle Fantasy. Es geht weiter, wir killen den nächsten Gegner hier. Wieder zwei Wellen. Wieder leider anfällig immun gegen Wind, das finde ich uncool. Nice. Na dann erstmal den da. Quietsch! Vergiftung? Ja, natürlich. Ah, der Damage ist cool. Ach, ist noch einmal stehen da oben. Ah, ja. Quietsch! Wie sich das mal anhört. Gefällt mir, gefällt mir. Blitzgewitter! Hm. 4500 Schaden, das ist schon abartig. Wurde geschleimt? Ach ne, ich langweile mich einfach nur. Und ich träume von Schleimen. Wieder 5.2200 und 541 AP. Wow, das ist krass, wie viel Zeug man bekommt. Hier oben, wie komme ich denn hier lang? Ah, okay. Hier haben wir noch einen Gegner. Alle Kühlsysteme sind vollständig funktionsfähig, keine Probleme hier. Könnt ihr euch lieber lange ein bisschen runterschalten? Bitte, hier drin ist es eiskalt. Negativ, der Prätorianer kann nur bei niedrigen Temperaturen wirksam arbeiten. Menschen sollten sich stattdessen angemessen anziehen, um ihre fleischigen Bestandteile zu schützen. Der Prätorianer? Das ist dann wohl wahrscheinlich der Boss. Wieder zwei Wellen. Anfällig gegen Feuer, anfällig gegen Eis. Und dann. Step for step. Und Wind? Das ist eine ganz schlechte Idee, wa? Okay. Bam, 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 bam. Wenn dieser Attacken schwächer wäre, hätten sie mich geheilt. Das ist ja fies. Feuerattacke brauche ich. Bin ein Allrounder. Hm, knusprig. Nutzen wir hier unseren Meister Magier, um den hier zu killen. Alle Einzelangriff mit dem hier, 60, ist glaube ich nicht so stark. Nehmen wir das hier. Bam 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 bam. Ach komm schon. SP. Oh, den langen kann man auch machen. Oh, mein Meistermagier ist leider K.O. Eruption. Alle heilen wäre ganz cool. Ansonsten eher mich, oder? Segen. Alter, schon wieder eingefrostet. Ist ja voll nervig. Aber ich brauch dich doch. Oh, nice.
Ich hatte schon lange kein Midi-Pack mehr. Komisch auf jeden Fall. Wieder 2 Milliarden Erfahrung. Alter, fast 20.000. Ein Sugina-Pack ist einfach so wertvoll. Hammer brauche ich dafür. Hier brauche ich auch einen Hammer, komme ich da gar nicht vorbei. Ah, so eine Kacke. Oh, Heilung. So, wie können wir das ja noch benutzen? Steigert HP dauerhaft. Würde ich ganz gerne mal auf meinen Magier machen. Steigert Malerpunkte dauerhaft. Wir hätten mal das Problem gehabt. Ist sie hier oben? Steigert den Angriff dauerhaft. Steigert die Abwehr. Ein bisschen mehr Defense hier. Magischen Angriff, der hier hoch. Magische Abwehr. Steigert die Precision. Kriegt ihr da einmal. Und steigert den Ausweichswert. Wir haben fast alle Materialien. Und Schlüsselobjekte fehlen noch ziemlich viele. Wieder zwei Wellen. Oh nice, gleich am Anfang. Ein Medipack. Oh, den habe ich noch gar nicht. Ja, höchst interessant. Alter. Schaden. Oh, mal gleich. Jetzt zumindest alleine. Echt, den habe ich noch gar nicht? Ich will mir nicht vorstellen, aber es ist leider so. Ein Bohrgolem, anfällig gegen Wasser oder gegen Eis eher. Uff. Bam, 5000 Schaden. Au. Bam, die ist gleich tot. Medipack wäre ganz cool. Kommt leider nicht. Naja. Und der Aquafeil. Piu. 14 SP. Mir die ganze Leiste wahrscheinlich aufgefüllt. 22.000 Erfahrung. 1.100 AP. Wie viel AP habe ich denn? 4.500. Ja, hier kann man gut farmen, muss man sagen. Hier wollte ich am. Was haben wir hier noch? Kataklysm. Hohe Vortrefferquote. Flinker Hit wollte ich noch aufrüsten. Und hier, den haben wir schon Maximum. Das ist ja auch mal um Genesis, ne? Wird das hier noch und den hier. Haben wir wenigstens einen offensiven Skill auch mit ihr, einen Limit Breaker.
Dann hat nämlich nur Heilung gehabt und Segnung oder so. Führt Mini-Raketen zufällig zwischen den zwei Zügen aus. Ich fühle sie von die Ventilatoren herunterschalten. Hatschi! Ach, ich hab den gar nicht mitgenommen. Bin ich bei 4, ne? Ja, wenn ich die anderen rausnehme, ist es 4. Kein Plan, was die Zeichen bedeuten. Ey, Nante, komm her und krieg das für uns raus. Mag dich gerade hetzen, aber sogar ich merke, dass da irgendwas drin gefährlich sein muss. Okay. 2, 3, 4, 9, 10. Ich schreibe mir das mal auf. 2, 3, 4, 9, 10. Ah, römische Buchstaben. Was haben wir bei der Bronzeschlüssel, den ich habe? In diesem Raum hat all der Ärger angefangen. Ein Glitch hat unser KI-System beschädigt und irgendein Vollidiot hat an unserem Datenbank zugefroren. Wir furchten, dass wir keine Möglichkeit hatten, das zu reparieren. Die KI übernahm schnell die Kontrolle über die gesamte Anlage und hat versucht, alle die Menschen auszusperren. Die Situation ist ziemlich hoffnungslos. Nein, ihr seid hoffnungslos. Mein Team hat es bis an diesem Punkt die Anlage geschafft, also ist es offenbar nicht so schwer, durch die Anlage zu laufen. Es ist, als ob die Techniker hier es nicht mal versuchen würden. Um Geld zu sparen, mussten wir die inkompetenten Leute anheuern, die wir finden konnten. Das war vielleicht keine so gute Idee. Das heißt, die müssen aktiv sein, damit ich da reinkomme. Aber ich brauche trotzdem noch einen Silberschlüssel. Ändert alles erstmal noch nichts. Warum steht da einfach so ein Gegner rum? Wo sind sie gegen die anfällig? Erde. Nein, die ist nicht. Blitz nicht? Nein. Frostig? Oh, Frost benutzen. Wusch. Eine mächtige Eisattacke. Ein Aquapfeil. Leute, wie die rumkreischen. Nolex hat 4 Leute verfehlt. Das ist schlecht. Wir verfehlen ja alle gerade. Eieiei. Was ist denn da los? Er speichert Energie für eine mächtige Donnerexplosion. Na ja, mal die Ladung wieder. Ein Medikit. Danke sehr. Und wieder 110 SP. Und wieder 12.000 Erfahrung dazu bekommen. Sogar unsere Geheimwaffe, der Prätorianer, wird nun von der abtrünnigen KI kontrolliert. Ich sehe schon den PR-Abtrünn kommen. Wenn der Prätorianer kommt und anfängt, da draußen alles zu verwüsten. Jemand würde ihn zerstören müssen, so sehr ich mich auch schmerzt, das zu sagen. Diese Anlage wurde aber dazu gebraucht, nur zu entsorgen, oder? Also was ist das mit den ganzen Killer-Robotern? Kein Kommentar. Damit haben wir alle 5 Batterien. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Lasergeschützturm. Na gut, fangen wir mal an. Stille. Wasser und Eisattacken sind in einer guten Kombo und ich denke, dass dieser Kühlgeschütz so das ausnutzen wird.
Dann fällt ich gegen Erde, ja. Habe ich Erde? Nö. Habe ich Tod? Tod habe ich. Aber es ist nur 20 Kraft, ist irgendwie nicht so. Ah, hier. Aber leider nur auf einen. Das finde ich irgendwie weniger geil. Blitz. Bzing. Easy. Ein Stahlschlüssel, da haben wir ihn auf jeden Fall. Wir haben alle Schlüssel übrig. Wir haben Bronze, wir haben Stahl, wir brauchen jetzt nur noch, also die... Das aktivieren müssen wir nur noch. Was, wenn ich hier lang gehe? X muss ich auch noch aktivieren, ne? Okay, das ist wichtig. Scheint so, als sei dies der Hintereingang, aber er scheint von außen abgesperrt zu sein, also können wir ihn nicht nur nutzen. Wer hat dieses blöde Gebäude entworfen? Okay. Bossbereich. Darum geht's auch noch lang, ne? Komme ich derzeit nicht weiter. Das kann ich noch nicht benutzen, weil ich muss nämlich die 10 aktivieren. Ihr seht X und hier ist das X auf dem Schalter drauf. Gut, das heißt, das ist jetzt erstmal noch nicht benutzen. Das heißt, wir gehen jetzt zum Bossgegner. Das war's gewesen jetzt schon. Zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Und durch den Boss kriegen wir den Hammer wahrscheinlich. Allerdings brauchen wir noch unsere SP eigentlich voll. Für unseren Limit Break. Kriegen wir noch ein Gegnerpärchen. Eigentlich müsste die mittleren angreifen, weil die brauchen nämlich die SP. Falscher. Danke. Ja, ein bisschen aufgefrischt. Wack! Ach, das kriegen wir da schon im Bosskampf hin, Mann. Vielleicht können wir noch ein Level up mitnehmen? Ist mir möglich. Links vom starken Gegner. Die sind aber nicht gut. Der Oktopus ist gut, ne? Kann man mal ganz kurz gegen den. Dum, 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 dum. Feuer? Erstmal unteren killen. Danke. Mehr, mehr, mehr. Wow, vergiften sich und kriegen dadurch wahnsinnig viel Zeug dazu. Ist ja ekelhaft. Na, kriegen halt Leben dazu. Wie blöd. Und wir gegen Schock. Naja, okay, wir kriegen kaum noch Erfahrung. Außer ein Level Up wäre schon schön. Wird schon was bringen. Muss doch der Typ da oben noch so ein Typi sein, ne? Jetzt habe ich die Batterie wieder rausgenommen. Da haben keinen Gegner mehr hier. Alle gekillt. Respawnt ja doch keiner mehr. Dann ist das so. Ich hätte hier noch einen Stahlschlüssel, den ich erstmal nutzen könnte. Wie sie alle gehen, kann die Ziele betäuben. Oh. Oh, das ist auch ganz cool. Die beiden können das nutzen. Echt gut. Ein bisschen stärker machen.
Oh, viele Skills haben wir noch. Heilungsmagie verbessern? Oh, wir hätten den Würfel schon verbessern können. Naja. Müssen wir doch noch ganz kurz gegen einen kämpfen. Um den Wirbelsturm zu verbessern. Mal eben ganz fix. Ah, reicht es? Ich weiß es nicht genau. 170 ist ein bisschen wenig. Der hier, 250 brauche ich noch. Uff. Na, ist genug. Kann uns gerne auch noch den letzten Gegner killen jetzt hier. Den ich brauche für mein Level Up. Das ist nicht das Problem. Zwei Wellen immerhin. Kriegen wir safe den Kill sicherlich. Das Level Up. Feuer? Feuer. ein Level Up fehlt noch. Lass uns schnell machen. Sehr schön. So, jetzt sind wir stark genug. Können die Fähigkeiten noch aufrüsten. 20 Schaden mehr, maximierte Stufe. Falls hier gleich viele Gegner kommen sollten. Beim Prätorianer. 170.000 Gold haben wir auch noch. Wow. Gut, meine Freunde, würde ich sagen, erstmal eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Epic Battle Fantasy. Bis dahin. Ciao, ciao.